Doktor 6 von 10 diagnostiziert, dass ich dieses Spiel verdammt lange nicht mehr gespielt habe. Oh Gott, ich habe mir das Datum angeguckt. Das Datum sagt 13. September und wir haben jetzt irgendwas bei Oktober. Heilige Scheiße. Schrotflinte. Gute alte Schrotflinte. Gucken, kann ich das Spiel überhaupt noch? Natürlich kann ich das. Das Spiel habe ich ja so unglaublich oft gespielt, das kann man nicht vergessen. Oh, was ist das denn? Oh, meine alten Freunde. Mann, Schlitter. Kaputt. Wo muss ich jetzt hin? Hm. Da oben. Ja, ich will auch noch ein bisschen was machen auf meinem Channel. Und zwar ein bisschen was, ja, ich wollte gerade sagen, nicht Videospielorientiertes, ne, also nicht was Let's Play-mäßiges, meinte ich. Was ist bestimmt. Ja, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland schon gab. Auf jeden Fall in englischsprachigen Land. Auf jeden Fall. Das ist nicht überraschend. Ich will lieber nicht zu viel spoilern oder euch irgendwas versprechen. Nicht, dass ihr nachher noch was erwartet. Bei mir gibt's nichts zu erwarten. Hier gibt es nur Pisse. Und Mannschnitter. Half-Life 2. Keine Sau guckt mehr 3D und ich nehme immer noch ein 3D auf. Selbst mein scheiß verfickten Longplay-Channel besteht fast nur aus 3D. Ich liebe 3D, oh, ich will heiraten. Naja, nur falls weiß, hat man hier aber eine VR-Brille auf und nutzt da das 3D. Lustigerweise bei der YouTube-Android-App funktioniert es nicht. Aber da das aktiviert ist, einfach doof. Und dann hat man diese VR-Ansicht, aber nicht das in 3D, sondern das Video einfach nur der VR-Ansicht. Sinnlos, dachte ich mir so. Okay. Muss ich nicht verstehen. Der ist ein Carport, haben die sind bekommen. Naja, so wie Sensor wie ein Telefon hat, ne? Kriegen sie das Satz hin. Ihr seht mich nicht, ich bin unsichtbar. Aber unsichtbar. Lalalala. Was? Hey. Seid ihr denn, meine Freunde? Ihr macht das gut, ihr macht das gut. Ja, du müsstest die abballern. Und sobald die fertig sind, mache ich. Ah! Guck mal, wie dumm die sind, ey. Gott, da brauche ich noch Jahre, wenn ich hier so weitermache. Hallo, komm mal, er winkt mir sogar. Oh, ja, er winkt mir, weil ich keine Munition habe. Stirb, ich würde dich auch mit meiner ganz normalen Handpistole. Genau wie den da. Hier, guckt mal, so macht man das, Leute. Ich kann sogar ranzoomen. Ja. Glaub mal, das tut schon aua aua weh. Und jetzt. Das ist der Tod. Ja, wir haben ja Vorarbeit geleistet. Fickt euch, ich habe keine Vorarbeit geleistet. Ich habe nichts gebraucht. Gar nichts. Überlegen, vielleicht 5er abspeichern, ja. Ah, ich bin so gut. Ich krieg nicht mal diese kleine Viehtot. Ich sage, die Waffe ist so gut, ne? So gut, aber das einzige Blöde ist eben nur, du hast so scheiß wenig Munition. Kannst du mit der herumtragen. Diese komische Geräusche. Du? Ah. Meine alten Freunde. Ich hasse diese Scheiße hier. Naja, dieser Raum hat einen Sinn. Ja, warum wohl? Da. Man muss das Ding rausholen, das nicht von der Seite sieht. Was ist, wenn ich diesen extra Raum nicht geben würde? Hä? Hä? Was ist dann? Dann wird das Spiel einfach an der Stelle vorbei. Das ist das Ding mit des Öfteren einfach, ey. Weil theoretisch geht es ja nicht einfach immer weiter, ne? Manchmal hast du das eben. Das ist. Ja, ich hasse diese Viecher, ey. Ja, passt zu Halloween, die Kackvieh, ey. Ich borg mir die als, besorg mir die als Plüschtier. Diese scheiß Viecher. Aber jetzt noch mit diesen scheiß ekligen Geräuschen. Das ist das schlimmste Geschenk für mich. Halloween, ey. Das ist wirklich gruselig. Würde ich das finden. Ah, ihr seid schon fertig. Man, das ging aber schnell. Habt ihr ja gute Arbeit geleistet. Ach, was mache ich hier eigentlich? Munitionsverschwendung. Hier, einfach nur. Aua. Eigentlich sollte so langsam. Langsam. Flaschen. Boah, ich kann das Spiel exploiten. Wow. Oder wie die Speedrunner machen. Naja, machen die noch irgendwelchen Trick vielleicht hier? Ne? Irgendwie so, genau. Ich glaube, die machen sie bei diesen. Immer Zeitspanne. Oh Gott, ich habe letztens einen Speedrun von Mirror's Edge gesehen. Ach du heilige Scheiße. Die rennen aber auch durch, ey.
benutzen die auch die ganze Zeit irgendwelche, naja, die haben ihre Tricks so gesagt, um sich, naja, doppelt zu springen. Ja, doch, ist er eigentlich, ne? Dass sie doppelt springen können in der Luft. Funktioniert. Au. Zum Glück habe ich das Spiel gerade nochmal auf einfach umgestellt. Ihr wisst ja nicht, weil ich ein Noob bin, sondern weil ich in 3D spiele. Und ich, in der es in 3D spielt, sehe ich ja immer noch ein 2D. Jedes Mal sage ich das, jedes Mal, und jedes Mal ist es auch so. Ach, wo bist du hier, Drecksviecher? Oh nein. Ja, das ist ein Scheißvieh. Okay, den hole ich mir als Plüsch. Plüschtier, das Scheißvieh. Das Scheiß... besetzte Zombie-Vieh. Gott. Nun müsst ihr hier alle sein. Wie sage ich, ja, passt zu Halloween, ne? Gruselig, gruselig. Hä? Das ist so Sackgasse. Wie es ausschaut. Gehört das so? Gehört die Sackgasse so? Soll die hier so sein? Soll sie nicht weitergehen? Habe ich aber das gesagt? Erreicht, was ich gesagt habe vorhin? Und zwar, dass es einfach sein kann, dass es nicht weitergeht. Nein, wenn wir die Leiter nicht nehmen. Nein, nein. Halt die Schnauze, ich hasse euch. Und der Oktober ist ja auch schon bald zu Ende, ne? Eigentlich könnte ich die ganze Zeit ruhig sein und ihr könnt einfach nur genießen hier diese Ambient-Sounds von dem Spiel selbst. Stirb. Hä? Geil. Ich wundere mich, warum ich nicht weiterlaufen kann. Blockiert mich einfach so ein komisches Krabbelvieh. Ich schätze mal, ich soll da hoch. Können ja zum Glück Walls leiden hier an der Seite. Stört den Gordon ja nicht, aber ich hoffe, wir müssen die andere Seite nehmen. Oh, da habe ich doch gleich Lust auf eine Runde Tony Hawk. Ja, einmal den guten Tony Hawk Teil. Nicht den letzten, der rausgekommen ist, den sie nur aus Lizenzgründen noch rausgebracht haben. Nein, den. Oh. Na komm, nein, zurück. Hey, Leute, bekloppt. Jetzt muss ich wieder schleiden. Warum winkt ihr immer? Hallo, hier bin ich, schieß mich ab. Alles klar, mache ich. Mann, ich wollte ihn zurückwerfen. Ich glaube, schlauer wäre noch gewesen, wenn ich mir hier diesen Stift besorgen würde. Warte. Ja, ich meinte den da. Armbrust. Stift. Einfach nur Armbrust. Na komm, schieß auf mich. Schieß auf mich. Ja, danke. Bist du denn, du Arsch? Ich kriege die Waffe zu wechseln. So, ich sehe dich nicht. Da vorne noch rum mich geschossen. Egal, wir drücken einmal auf den Knopf. Und schon ballert er auf mich. Bleib doch mal stehen hier. Alles einberechnen in die Kordi. Au. Sehr schlau. Koriadeskraft und ganze Kram, die man rechnen muss. Luftdruck, Wind und keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich kenne mich mit vielen aus, aber nicht mit allen. Deswegen mache ich auch bald wieder ein neues Video. Neues Video. Wie gesagt. Ja, und da geht es um Videoquellen. Oh, ich spoilere hier doch ein bisschen. Videoquellen und Konsolen. Warum? Ja, weil ich es auch nicht besser wusste, habe ich auch nur, wie gesagt, Scheiße benutzt. Ich habe es immer auf meinen Grabber geschoben, aber mit den neuen, also mit meiner Elgato Capture HD, wurde es auch nicht wirklich besser. Ich habe mir nur eingeredet, es wird besser, aber es wurde nicht besser. Und ich zeige euch, warum das so ist. In irgendeinem Video, wenn ich es mal mache. Irgendwann kommt das Video. Damn Physics? Ja, wollt ihr eine? Oh, oh, oh. Arschloch. Komm, wir können eine Schaukel machen. Links. Rechts. Gucken wir, wie weit die Physik geht hier. Und jetzt wieder runter. Na da. Rein theoretisch können wir schon rausstammen. Wo soll ich überhaupt hin? Sieht alles so gleich aus. Nein! Au. Ladendes Spiel. Diagnostiziert. Geil, hier hat er abgespeichert. Ne, ist immer noch besser als da unten auf dem Boden.
Au, au, au. Und das, meine lieben Kinder, passiert, wenn man ein Noob, 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 Noob ist. Ja, so wie. Na, hier bin ich, okay? Pfeffer. Ich glaube, hier gab es auch irgendeinen Shortcut, um nach oben zu kommen. Wie machen die das denn nochmal immer bei den Speedruns? Wahrscheinlich backen die sich irgendwie mit den Dingern hier oder so zurecht. Dafür müsst ihr jetzt wieder gucken, oder? Ja, in Speedrun. Aber nein, ihr seid ja bei mir hergeblieben. Bei mir. Nein. Ich bin nur der Technik-Nerd. Bei wem klingelt das Telefon oder wer kriegt eine WhatsApp-Nachricht, wenn der Computer mal wieder kaputt ist? Ich. Naja, mittlerweile kriege ich ja Geld dafür. Damals war es noch anders. Da habe ich kein Geld dafür bekommen. Oder wollte kein Geld dafür. Mann, war nicht verrückt damals gewesen. Kein Geld dafür. So viel Geld nehmen können. So viel Geld. Ich überlege, was diese ganzen Scheißfirmen oder so nehmen, wenn die Computer reparieren. Einfach verfickt viel Geld. Und ich gebe mir mal ein paar Euro so viel. Ich wohltäte euch. Ich habe sogar für meinen scheiß Let's Play Channel hier ein anderes Hobby aufgegeben, womit ich sogar Geld verdient habe. Kaum zu glauben. War jetzt nicht so die Menge, aber schon ein bisschen Zubrot oder wie man das auch nennt. Eigentlich auch ein bisschen Taschengeld. Alles nur fürs Let's Play. Alles nur. Ist auch ein guter Zeitfresser, ne? Deswegen mache ich das auch hauptsächlich eben. Keine Ahnung, was machst du? Ja, nimmst du Let's Plays auf. Ah, die Scheiße muss ja hochladen, sonst hat das ja alles keinen Sinn mehr oder weniger, wie man es auch will. Habe ich gespeichert? Ich habe bestimmt gespeichert. Aber speichern wir nochmal, Doppelspeichern ist toll. Dachte, ich springe wieder runter. So, wo muss ich jetzt hin? Noch weiter nach oben? Nein, natürlich nicht. Was? Munition ist schon wieder voll, warum kann ich auch nicht mehr von den Scheiß tragen? Nur nicht runtergucken, nur nicht runtergucken. Hä? Ich höre euch, aber ich sehe euch nicht. Wo ist denn hier der Raum, wo es weitergeht? Hallo? Hallo? Wo geht's hier weiter? Ich bin gerade ein bisschen... Achso. Ja, sag ich auch, ich bin gerade wieder ein bisschen doof. Bin ich auch. Ja, ich muss die Leiter nach oben finden. Die Leiter ist... Au. Ich hätte schon längst oben sein können. Schon längst oben sein können. Ambrus, Ambrus, wofür Ambrus? Selbst die Nervbolzen sind hier. Aua, 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 aua. Ich bin nicht auf einfach, ich wäre schon 100-mal tot. Mann! So, war's das? Ha, so war's das. Und toll, die weißen Typen kommen auch schon. Nein, das sind die Profis. Profis sind das, die kommen, mein Profis. Ah, jetzt darf ich ja nochmal auf der Stange hier latschen. War das so? Oder muss die einfach nur noch weiter nach oben gehen? Also, nur, wir nehmen einfach mal die Stange. Ja, das war sogar richtig. Wo kommst du denn auf einmal her? Bist du ganz zufällig da unten gespawnt? Ganz zufällig. Und wisst ihr, was langweilig ist? Let's Play, wo man die ganze Zeit nur labert, was man jetzt machen will in dem Spiel. Du? Ja, du. Ja, du ist richtig. Wie gesagt, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. In dem Fall... Hä? Ist der Typ? Ich bin so blind gerade. Da hinten ist der. So, wie soll ich dich denn treffen? Der Waffe treffe ich nicht. Da ist er leider. Auf in die Lüfte, auf in die Lüfte. Und mittlerweile gibt es das endlich, was ich fast erhofft habe. Einen... Fuckt euch. Ein Handytarif? Mit unendlich Traffic. Naja, mehr oder weniger unendlich. Ja doch, es gibt einen, glaube ich, mit unendlich Traffic. Aber der kostet... nur... sonst geht's dir gut. Nur... 200 Euro, glaube ich, oder so. Ganz günstig. Naja, dafür gibt es jetzt einen alternativen Tarif. Dass man, glaube ich, 25 Euro bezahlt, hat man 2 GB. Aber der gedrosselte, wenn du gedrosselt wirst, wirst du nur runtergedrosselt auf 1 Mbit.
ein M-Bit kannst du da schon ein bisschen was machen. Da kannst du sogar schon streamen auf 480 Späh. Das geht ja noch. Im Gegensatz zu der normalen Drosselung von 32 Kilobits kannst du gar nichts machen. Da kannst du nicht mal eine perfekte Internetseite aufrufen. So, nach der ganzen Spannung in den Kanalisationen oder was auch gewesen war, geht es jetzt endlich wieder zurück zu... Mark Freeman! Dr. Freeman! Barney sagte, dass Sie kämen. Er hat sich vor den Scharfschützen dort vorne im Lagerhaus verkrochen. Gehen Sie, er braucht Sie. Alles klar. Endlich haben wir Barney, oder endlich kommen wir zu Barney. Doch, ich darf nicht vor den Scharfschützen. Da sieht es doch irgendwie noch besser aus, ich weiß es nicht. Einfach ausweichen. Oh, das ist ja noch einer. Nicht zwei, das ist ja toll. Meine Kiste, was ist da drin? Granaten kannst du behalten. Ach nee, die muss ich ja benutzen. Warte, warte. Und los geht's. Au. 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 Ja, hier. Schluck die Scheiß. Aua. Ich hab gesagt, schluck die Scheiß Granate. Der Typ eh. So, nachdem ich den getötet habe, muss ich natürlich jetzt. Hätte es gedacht, den anderen Typen töten. Ah, Gott, hat er mich verletzt. Ich blute, ich blute. Sie sind Barneys Kumpel, nicht wahr? Vielleicht können Sie helfen. Er steckt auf dem Dachfest. Scharfschützen. Ja, ich weiß. Was denkst du, was ich gerade tue? Aber das wollte es wohl nichts. Gehen Sie, Dr. Freeman. Tu ich. Mach ich. Leide Schmerzen. Ja, ich wollte gerade sagen, die muss ich rollen. Kommt ihr denn auf einmal her? Auf einmal folgt ihr mir? Die Scharfschützen sind nicht weg. Das heißt, oh, verdammt. Na, und diese Map hier haben sie auch zu einer Multiplayer-Map verwandelt. Die Multiplayer habe ich sogar immer gerne mal gespielt. Das, wo ich damals auch kein Internet hatte. Oh nein. Ich finde ich aber zum Glück nicht so furchterregend wie diese schwarzen Kackviecher. Was ist dort unten oder oben? Nee, du warst es auf jeden Fall nicht. Du siehst ein bisschen tot aus. Hilfe! Hilfe! Wir dachten, hier unten wären wir sicher. Wir wussten nicht, dass alles verseucht war. Die anderen sind nach oben. Sie haben es mit den Scharfschützen aufgenommen. Die sind wohl immer noch oben. Ja, du bist. Achso, sind nur Zombies. Sind nur Zombies. Da, 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 da. Naja, mach das schon. Energie sammeln. Oh mein Gott, es sind so viele Zombies, sie werden mich alle töten. Sind die slow. Slow as fuck. Wisst ihr, was auch schlimm ist? Nicht von Sachen zu drehen. Also von, oh. Ja, davon auch, beim Aufräumen oder so weiter, sich von Sachen zu drehen. Man denkt immer, man braucht die ja noch, man braucht die ja noch. Und dann liegen sie trotzdem 10 Jahre rum. Deswegen, viele Sachen sollte man einfach wegschmeißen. Einfach wegschmeißen. Nachher schmeißt man sie weg. So wie seinen alten Super Nintendo. Und dann nachher denkt man, nein, der schöne Super Nintendo. Ja, die Scharfschützen sind immer noch da. Und das war zufälligerweise eine Granatenkiste. Warum? Weil wir die alle abballern sollen. Ich weiß nicht, ich werde nie im Leben treffen, ey. Ich hab mich getroffen und nein. Du, die eine kriegst du. Na toll, der wird abgeballert. Ich hab Granaten für dich. Ach ja, ich kann auch deinen Rüttel, glaube ich, sogar mit der Dings reinballern hier, mit der Raketenwerfer. Hab ich getroffen? Nein, hab ich nicht. Aber das sah gerade gut aus, der Wurf. Oh, wieder nicht. Wieder nicht.
Wieder nicht. Das kann doch nicht angehen. Wieder nicht. Ich bin ein Werf-Noob. Nicht nur ein Spiel-Noob, sondern Werf-Noob. Hä, ich hab nicht mal getroffen. Jetzt habe ich getroffen. Meine Fresse. Hier drüben! Gordon, ich sitz fest. Die Scharfschützen haben mich im Visier. Gordon, hau Granaten rein. Das räumt er auf. Ich liebe diesen Synchronsprecher. Hau Granaten rein. Das räumt er auf. Oh Mann, ey. Gelegentlich kommt das aber doch mal vor, dass irgendwelche Spiele oder so synchronisiert werden. Hallo, ich liebe sie. Ja, du kannst mir gestohlen bleiben. Wo seid ihr denn, Skorpion? Da hinten. Oh, ich bin so gut. Daneben. Daneben. Getroffen? Jo, hab ich. Haha. Nein, mein Hassviecher. Das Schlimme ist, jetzt fliegt hier noch irgendwas im Scheißzimmer rum. Stirb! Triffst mich eh nicht, triffst mich eh nicht. Oh, ja. Latsch, la, ich hasse die Viecher. Zwei habe ich noch. Oh. Zwei zum Preis von einem. Stirb. Ja, komischerweise, ich habe jetzt jeden Tag aufgenommen, ne? Montag, Dienstag, Mittwoch und heute ist Donnerstag. Montag-Episode, aua, ist gut geworden. Ah, ja, halt die Schnauze. Montag habe ich mir eine Episode aufgenommen, die ist gut geworden. Dienstag habe ich welche aufgenommen, die ist auch relativ gut geworden. Obwohl ich mich richtig scheiße fühlte, aber das ging noch einigermaßen. Ah, ich habe getroffen, okay. Okay, danke, Gordon. Mittwoch habe ich eine Episode aufgenommen, die war gut. Und heute nicht eine Episode auf die... Also bis jetzt läuft es scheiße, sagen wir es mal so. Und das sage ich mitten im Drill-Display. Ist eben so, keine Ahnung. Ich versuche mich immer vorher aufzuheizen. Mittlerweile nicht nur mit immer einem Kaffee. Kaffee. Kann nicht immer nur Kaffee die Lösung sein. Sondern eben auch irgendwie, ja, sich selbst so... Was laufst du für einen Scheiß, Junge? Sich selbst aufzuheizen und, ja... Es war einfach nicht so doll jetzt hier vorm Spiel oder es hat einfach mal nicht geklappt. Kann ja alles mal sein. Wo bist du denn jetzt? Hallo? Ach da. Oder? Weiß nicht. Ah nee, hier bin ich ja hergekommen. Oh Mann. Ich hab die immer noch als Multiplayer-Map in Erinnerung. Wo bist du denn? Du blöder Typ. Mir nah. Ja, mit dir nah. Wo bist du denn? Komm schon. Ach da. Ach ja, einfach nur Geröll runtergehen. So lange hast du geschrien, Barney, denn ich bin doof. Ich bin, hallo, ich bin Gordon. Je früher? Wir haben uns noch einmal vorne gesehen und du wolltest mir ein Bier ausgeben. Das hast du bis heute nicht gemacht. Ich übernehme das Tor. Mit meinem Status dürfte ich ja vielleicht noch reinkommen. Hast du gerade eine Katze gehört? Das Biest verfolgt mich. Was? Die Katze? Weil das nochmal Arbeit spielt? Ich würde sagen, geht nicht weiter, doch. Da geht es weiter. Oh, nein. Jesus, scheiß Viecher. Ich wollte sagen, und weil die Folge so extrem scheiße bis jetzt ist, muss ich ja echt was sagen und ich irgendwie gerade absolut in der Laune bin, muss ich ja gleich... Leider mehr oder weniger aufhören, ja. Wie gesagt, deswegen, es kommt wirklich nicht auf den Tag drauf an oder wie wach ich bin und so weiter, weil ich bin wach. Wow. Ich bin von der Helligkeit wach und eigentlich habe ich auch gute Laune, aber. Ah, fuck it. Es klappt gerade nicht. Wahrscheinlich, weil ich auch gerade so heiß bin auf das Spiel, was ich gerade im Hintergrund runterlade. Das ist einfach spielen. Ich will spielen. Vielleicht bringt mir dieses. Jedenfalls ein Nexus der Überwachung in City 17. Es ist eins der Hauptprobleme hier im Viertel, denn dort ist ein riesiger Unterdrücker, der vom Dach aus alles platt macht. Okay, du klingst abgehechelt. Wo kommt ihr immer alle wieder her? Und ich habe wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ich liebe es, ich liebe es. Ah, jetzt kommt
das? Da wären wir, der Überwachungsnexus. Die machen so mobil und zwar heftig. Man kann von hier aus das Tor fast sehen. Ich zeig's dir von der Straße aus. Wir müssen da rein, um das Tor zu öffnen. Und der Unterdrücker wird auch dann auf jeden, ja, unterdrücken, der durchkommt, bis wir ihn ausschalten. Dann los jetzt! Ja, los, mach. Du, dein Status, da musst du ein bisschen einfach auf die Stuhle rumtippeln. Ja, dann wisst ihr ja schon, was euch nächste Episode erwartet. Ich hoffe mal, da bin ich besser drauf. Ich sag, selbst den Tag, als ich müde war, war es besser. Warum? Warum? Ja, der Unterdrücker ist auf uns angewiesen. Der wird uns töten. Aber erst in der nächsten Folge wird er uns töten, sofern er nicht hier reinkommt. Tut mir leid, aber lebt wohl. Ich bin so traurig, dass diese Episode nichts geworden ist. Na, sehr gut. Dass diese Episode nichts geworden ist, aber naja, wie gesagt. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Das nächste Mal nehme ich wieder einen übermüdet auf. All die Schnauze Brien. Na gut. Jetzt aber wirklich, leb wohl, nicht mal 30 Minuten, ey, was ein Scheiß. Oder habe ich jetzt noch 2 Minuten lang rum? Nö, denn ich habe nicht zu labern, denn ich weiß nicht, was ich sagen soll, also leb wohl. Sollten wir nicht irgendwas tun? Ja, abschalten.